So, da bin ich wieder. Es ist 4 Uhr morgens und ich habe gerade auf die Uhr geschaut und ich habe mir gedacht, Mensch, 4 Uhr morgens, das ist doch die ideale Zeit, um noch eine kleine Aufnahme zu machen. Und übrigens, ich glaube, das wissen viele von euch gar nicht, es sind noch ziemlich genau 4.990 Stunden bis Weihnachten. Ne? Kann man ja auch mal sagen. So, ich zimmer hier mal gerade die Decke rein vom ersten Stock. Und die Apokalypse ist übrigens auch ausgeblieben, wie man sieht. Die Welt läuft wieder wie geschmiert. Und gut, ja, aber sind wir mal ehrlich, so eine Apokalypse ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ne? Ja, wie viele Weltuntergänge habe ich schon überlebt? Wie viele Weltuntergänge wurden schon angekündigt? Ich mache hier mal, da müsste ich jetzt ja auch hochkommen. Krempel drin. Mache ich mal die Truhe weg. Ne? Gerade in den zur Jahrtausendwende, Millennium, ne? Was ganz schlimm. Da ist, glaube ich, hoch. Da ist, glaube ich, im Zwei-Wochen-Takt die Welt untergegangen. Ne? Und da muss man sich mal den Stress vorstellen, den die Leute damals hatten. Ne? Da hieß es dann zum Beispiel, vielleicht am 14. April geht die Welt unter, ne? Und dann sind die Leute in die Geschäfte gerannt, haben sich mit Proviant eingedeckt, mit Vorräten. Ne? Und dann hieß es aber, ja, die Welt geht doch nicht unter. Und dann haben die Leute das Zeug wieder zu Schleuderpreisen verkauft. Und dann hieß es, ja, die Welt geht jetzt aber am 25. Juni unter. Und dann mussten die Leute wieder kaufen und dann wieder verkaufen, ne? Das war Stress pur. Und jetzt ist man sich nicht ganz einig. Manche behaupten, Welt soll jetzt im Jahre 2023 untergehen. Andere sagen 2076 und andere sagen, nee, noch später. Ne? Und andere sagen, ja, die Welt ist schon längst untergegangen. Und wir bilden uns das nur ein, dass wir noch am Leben sind. Das ist praktisch eine Illusion. Und da muss ich dann auch sagen, ja. Was hat derjenige genommen? Und wo kriege ich einen Sack davon? Und wie stehen da eigentlich die Aktien im Moment von dem Zeug? Aber gut. Ach so, bevor ich es ganz vergesse, ne? Im Moment ist ja so jetzt draußen, also nicht hier draußen, sondern richtig draußen, ist ja nicht so das schönste Wetter, ne? Obwohl eigentlich Frühling sein soll. Letztens habe ich mal auf den Kalender geguckt und da habe ich eindeutig, habe ich gesehen, Frühling. Und deswegen, ich habe da jetzt mal gerade ein bisschen was gesucht. Musiktechnisch wollte ich ja sowieso die Let's Plays hinterlegen und da habe ich was zum Thema Frühling gesucht. Und ja, das lasse ich jetzt einfach mal so im Hintergrund dudeln. Dann wird das Ganze noch ein bisschen stimmiger und atmosphärischer und... Ja, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich guck jetzt mal hier gerade noch. Vielleicht noch eine Spur leiser, so könnte das Ganze funktionieren. Und dann ziehe ich jetzt hier mal die Wände vom zweiten Stock hoch, beziehungsweise beginne damit. So viel Holz ist da nicht mehr übrig. Ich weiß nicht, ob ich mache ich da vorne noch mal so eine Glaswand hin. Soll ich die weiter hochziehen? Bis wohin habe ich die denn wo? Die geht unten bis da sind's da 2, 3, 4 Blöcke breit, wo noch normale Wand wäre, 2, 4 so. Und dann hier das Glas. Ich glaube, das mache ich so weiter, dass da nur der Boden so praktisch als Trennung dazwischen ist. Und dann mache ich das 2, 3, 4. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, 4.
4 habe ich es hoch, geht noch runter. 3 habe ich es hoch. 3, dann machen wir das hier genauso. 3 Stück, 2 und 3. Und 2 und 3 und 2 und 3 und 2 und 3 und... Und dann haben wir kein Glas mehr. Doch, noch eine Menge Glas haben wir. Das reicht dicke für... Ah, ich weiß nicht, ob es für die ganze Bude reicht. Und 2 und 3 und 2 und 3 und... Die Glaswand ist fertig. Jetzt habe ich da aber... Na, keinen Fehler gemacht. Dann kann ich das hier so und dann kann ich da drauf und dann kann ich da wieder... Das so machen. Das ist dann auch gleichzeitig... Müsste das... der Boden sein für den dritten Stock, habe ich ja gesagt, dritter Stock. Und dann muss ich mal noch gucken, wie das funktioniert mit dem, da ist noch was, wie das funktioniert mit dem Wasseraufzug oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Also da wird dann auf jeden Fall hier in der Mitte so eine Öffnung sein, quadratisch vermutlich, und hier, da fliegt immer noch das Zeug mit der von der Kiste rum. Wo habe ich eigentlich die Kisten? Die habe ich hier. Jetzt sammle ich das Zeugs da wieder auf. Die Kiste mache ich mal hier hin. So, und dann kommt da mal Krempel rein. Spinnenauge, das kann man übrigens essen, habe ich gelesen. Ich gleich mal. Wir haben nämlich sowieso Hunger. Ja, das war jetzt äußerst schlau, das zu essen. Na gut. Also man kriegt dann gleich eine Vergiftungserscheinung. Hätte man ja eigentlich auch drauf kommen können, dass so ein Spinnenauge nicht gerade sehr... Und noch ein Ofen. Ja, das kommt davon, dass ich habe hier noch... kurz was gemacht, was glitzekleines, als ich das Spiel wieder da ins Rollen bringen musste und wollte. Jetzt habe ich auch einen Eimer noch, um das mit dem Wasser auszuprobieren. So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Dann mache ich mal hier das so. Die Fenster müssen eigentlich oben... Ah, die Fenster, richtig, richtig. Ich wollte nämlich sagen, die Fenster müssen oben vielleicht nicht unbedingt so sein wie unten. Aber im Prinzip eigentlich doch. Aber hier wollte ich das ja noch anders machen. Dann mache ich das mal so und hier mache ich auch so. Ist jetzt noch ein Holz nach draußen gehüpft. Das wird natürlich direkt eingesammelt. Da wird nichts... Lassen wir nichts verkommen. Das Glas... Ich könnte auch Glasscheiben eigentlich reinmachen, ne? Huch. Ich guck mal gerade, wie gehen die denn nochmal? Ich glaube, das ist so, oder? Ja. Kriegt man 16 Scheiben raus. Huch. Ja, das wollte ich aber nicht wegwerfen. Ich mach... Ja, da muss ich das jetzt zwar jetzt nochmal kaputt machen, aber... Das sieht schon besser aus, ne? Zumindest mal für die kleinen Fenster, für die Glaswände... sehen die Blöcke vielleicht wirklich besser aus. Aber hier so für die Scheiben, ja, da muss ich das eben alles nochmal rausrupfen, aber... Ja, es soll ja auch nach was aussehen. So ein bisschen jedenfalls. Man hat ja seine Ansprüche. Ja, da so, ne? Super. Und, nochmal... Achso, das war's. Nochmal Richtung Weltuntergang, ne? Ich habe mich auch gefragt. Ja, wenn jetzt Weltuntergang angekündigt wäre, wieso macht's denn da immer zwei Stück rein? Wenn jetzt der Weltuntergang angekündigt wäre, und ja, was würde ich da machen, wenn ich jetzt genau wüsste, morgen geht die Welt unter, oder in 2 Wochen, oder in 5 Tagen, oder ich weiß es nicht. Was würde ich da noch unbedingt erledigen wollen? Ja, ich meine, das Haus hier fertig bauen oder vielleicht mal wieder rausgehen, ja, Leergut wegbringen, ja, den Mülleimer leeren oder, ja, weiß ich nicht,
vielleicht euch endlich noch Omas Kuchenrezepte näher bringen. Das könnte ich ja auch machen. Oder vorzeitig Weihnachten feiern. Und so, jetzt habe ich hier überall die Scheiben drin. Das hier bleibt. Dann sind das hier so. Okay, mache ich das da oben direkt mal. So. Und dann kommt da wieder Holz hin und so und so und so. Und dann hier wieder Glas. Zack, so. Dann ist das genauso wie unten und da kommt ja dann schon die Decke hin in diese Reihe. Ich mache hier oben vielleicht mal noch Fackeln hin. Nein, ich mache hier oben keine Fackeln hin. Habe ich denn keine mehr? Nein. Aber ich habe auch kaum noch Kohle, ne? 4 Stück. So, Fackeln hätte ich, aber da müssen wir demnächst nochmal in die Höhle zurück, aber da müssen wir dann irgendwie gucken, dass wir das da ein bisschen ausweiten. Werde ich mir da unten vielleicht auch so eine kleine Station einrichten, also sprich eine Werkbank da unten hinbauen und einen Ofen, damit wir da das Zeug nicht direkt hier alles immer hochschaffen müssen und dann nochmal runter und... Das dauert alles zu lange. Huch, ich glaube, die Musik ist jetzt ein bisschen zu laut. Falls man mich nicht verstanden hat. Ich sagte, ich glaube, die Musik ist jetzt ein bisschen laut. Mach die jetzt aber gleich mal leiser. Ich glaube, so ist besser. Vielleicht jetzt auch zu leise. Kann ich... Huch. Spinne. Ach, guck an. Ja. Nö, die geht mir jetzt ja gerade... bisschen auf den Wecker. Oh! Wie ist die denn da raufgekommen? Schwert! Ich sagte Schwert! Ist ja wohl nicht zu fassen. Wie ist die denn da raufgekommen? War das die? Ja, das war... Das gibt's ja nicht. So hoch kann die doch gar nicht springen. Erfahrungspunkt. Blub. Aber... Jetzt muss ich da aber mal... War da was? Nö. Jetzt muss ich da aber mal rausgehen. Hier ist die Luft rein, ja. Das gibt's ja nicht. Konnte die dann da jetzt rauf... Die ist da drauf gesprungen und konnte dann aber da hoch? Das ist ja unglaublich. Die Spinnen, doch, die Spinnen, also. Hinten ist noch eine Spinne, ein Skelett. Und, huch. Ah, ne, das sind die Öfen. Ich dachte, da wäre jetzt eine Spinne in unserem Häuschen gespawnt. Das muss ja nicht sein. Ja. Ich muss sowieso mal aufpassen, denn, die Druckplatte da vor der Tür, wenn da ein Zombie oder was draufsteht, der sich hier trotz der ganzen Fackeln hierher verirrt, dann geht die Tür auf und ruckzuck, oder ein Creeper noch schlimmer, ne? Reißt er uns da die ganze Bude auseinander. Ja. Dann, wo war ich stehen geblieben? Richtig, ich war hier. Und was ich in der Apokalypse tun würde, vielleicht würde ich auch einfach die Leute auslachen, wenn sie ihre Hamsterkäufe machen. Und würde ein Geschäft aufmachen, indem man das Zeug dann wieder für Schleuderpreise verkaufen kann. So, und jetzt habe ich hier die ganze Wand zugebaut und das war natürlich vollkommener Blödsinn. Nee, aber das muss bleiben, ne? So, und die Playlist ist jetzt auch direkt schon vorüber. Denn ich habe nur... Ich wollte ja nur eine kurze Aufnahme machen und dabei werde ich es auch belassen. Ich mache hier ja auch Glas rein, ja, aber die Glasscheiben wieder, die habe ich hier drin, ja. Und ich würde mal sagen, es ist noch mitten in der Nacht. Und ich würde sagen, ich mache jetzt auch Schluss, dann ist es auch hier wirklich mitten in der Nacht. Kurz nach 4 schon. Weihnachten ist wieder ein Stückchen näher gerückt. Und man kann es ja nicht oft genug sagen.
mit Weihnachten natürlich auch Omas Kuchen. Ja, die Apokalypse ist wie gesagt ausgeblieben, und aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Ich sagte es bereits, eine Apokalypse muss kein Weltuntergang sein. Aber wer weiß das schon? Und mit dieser Ungewissheit werde ich euch nun verlassen. Werde in mein Haierbettchen schlüpfen und werde in einen traumreichen Schlaf verfallen. Und vielleicht werde ich in meinen Träumen von Spinnen, die die Hauswände hochklettern, heimgesucht. Ja, wieso sollen die eigentlich keine Hauswände hochklettern können? Vielleicht können die jetzt auch höher springen. Ich weiß es gar nicht. Ne? Gut, würde ich einfach sagen, belassen wir es dabei. Wir sehen uns irgendwann in einer anderen Folge zu einem anderen Zeitpunkt. Aber auf jeden Fall hier am gleichen Ort. Und dann harren wir der Dinge, die da kommen.